Ja, hallo, da sind wir wieder und weiter geht's. Ein paar Jungs und Mädels haben mir geschrieben, dass mit der Audioeinstellung irgendwas nicht stimmt und da haben wir eine kleine Änderung vorgenommen. Ich hoffe, es passt euch jetzt so. Wo sind wir jetzt? Aha, alles klar. Wir müssen da wieder was heben. Halten ja einiges aus. Scheiß Blechdosen. Was zur Hölle hast du da gemacht? Ist ein EMP-Puls. Habe ich von meinem Vater. Er schaltet kleine Max für ein paar Sekunden aus. Lang genug, damit ich wegkomme. Die Sicherheitstür funktioniert noch. Es muss hier irgendwo geladene Energiezellen geben. Egal. Wir sollten uns nicht ablenken lassen. Wir müssen zur Absturzstelle kommen. Hurra. Max! Shh. Wir können nicht vorbeischleichen. Ich gehe rüber und lenk sie ab. Dann rennst du los. Ja, na los. Dann. Na gut. Los, los, los! Ich komme! Hey! Okay. Also, ich kann... meinem Schatz wieder Befehle erteilen. Und übrigens, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber... die schaut... echt gut aus. Ist nicht von schlechten Eltern anscheinend. Oh, was ist da schon wieder? Wir werden hier von allen Seiten beschossen. Das ist ja nicht mehr lustig. Das geht auf keine Kuhhaut. Wir haben es nicht überstanden. Da drüben ist der Ausgang. Aber wir schaffen es nie über den Spalt. Vielleicht kann ich sie dieses Mal ja ablenken. Ich könnte einen Köder basteln. Ja, du das. So, das nennt sich Köder. Okay. Dann basteln. Klick ihn ab! Okay, ich hab's. Los! Cool. Es wird schwächer. Vorsicht! Gegen Deckung, du Heinzi. Die schießen ja auf mich. Okay. Okay, ja. Hey! Er kann die Tür nicht hacken! Keine Deckung! Okay, überlass das mir. Ich schalte die Max aus. Ja gut, und wir kommen wieder rüber. Das sieht gut aus. Da ein Pfosten, wo er raufkraxeln kann, sich rüberschwingen. Und okay. Kann ich da unten in Deckung gehen? Ja, da drüben. Dann springen wir doch einmal. Ich kann den Köder einsetzen, wenn du willst. Ja, das möchte ich doch hoffen. So, ich gebe dir den Befehl. Moment, jetzt müssen wir uns. Daher. Köder einsetzen. Okay, das schaffen wir gerade noch.
Oh, wie die Jungs mich aufs Korn nehmen. Wo komme ich da als nächstes hin und wo ist der? Der Heinz ist da. Hey! Ja, die schießt auf mich. Gut. Link ihn ab! Okay. Das Spiel machen wir noch einmal. Kommen wir wieder rüber. Haben die unendlich Munition? Das gibt's doch nicht. Hey! Schau. Das find ich. Okay. Sie ist da drüben. Und wir sind hier. Gibt es da noch was zu finden? Anscheinend nicht. Ah, ich bin begeistert von so postapokalyptischen Szenarien. Überhaupt, wenn sie so schön in Szene gesetzt sind wie die gerade eben. Kann ich diesem Max nicht irgendwas wegnehmen? Das gibt's doch nicht, dass hier nichts zu finden ist. Da. Aber wir kommen wahrscheinlich nur auf demselben Weg zurück, wie wir hergekommen sind. Da hat einer seinen alten Müll vergessen. Ja. Na. Hier an der Steuerung müssen wir noch einiges ändern, kommt mir vor. Komm. So. Was gibt es hier? Ein Medipack. Da können wir runter. Ist wahrscheinlich auch nicht immer klug. Überall hinzuspringen, wo wir nicht wissen, ob wir zurückkommen. Aber dieser Junge ist ja so sprunggewaltig. Da ist ja auch irgendwas. Ja, dann machen. Kommen wir wieder rein. Wir kommen wieder hin. Darauf. Der kann nicht. Der springt überall hoch, 5 Meter, aber da kommt er nicht rüber. Und wieso leuchtet das Ding da oben? Ach ja. Ja, dann sehen wir uns um. Naja. Es nützt ja nichts. Komm mal wieder drüben, nirgendwo hin. Schau. Von hier aus nicht. Da kommen wir auch nicht durch. Oje, oje. Da steht sie. Nee. Ich glaube, wir haben da. Ja. Wäre noch schöner, wenn wir uns das entgehen lassen. Das war eine ertragreiche Ernte. Und weiter geht's hier nicht, sagt uns die Kamerasteuerung. Ja, spring oder tu irgendwas.
Der will einfach nicht. Ja, wie komme ich jetzt wieder zurück? Ja, das wollten wir auch nicht. Da kommt er auch nicht hin. Ja, jetzt hängen wir fest. Das war ja zu erwarten. Ach doch. Na, seht ihr, es führen ja alle Wege nach Rom. Irgendwann und irgendwo. So, jetzt schauen wir mal, wie viel Zeit wir noch haben bis zum nächsten Kapitel. Da sind wir raufgekommen. Na gut, sie lässt uns natürlich immer den Vortritt in neue Areale, wie das Frauen halt immer machen. Und wenn auch nur was Böses auf uns wartet, dann kriegen wir die Hucke voll. Ah. Schauen wir uns mal die Tür noch an. Ja. Und jetzt noch mal ein. Hey! Schau. Hey! Also, das Feature gefällt mir. Hey! Da tanzen wir eine Ecke. Hey! Ja. Ich kann ihr jetzt gar keine Befehle geben. Okay, wir haben noch vor Beendigung ein bisschen Zeit und wo sind wir? Bis zum nächsten Cut. Das schaut schon wieder so gefährlich aus. Und ich weiß nicht, wie geht es euch? Seht ihr oder seht ihr Kleinigkeiten, die mir entgangen sind? Dann schreibt es mir. Und was mir auffällt, ich habe da nicht unbedingt diesen In-Sound, von dem alle geschwärmt haben. Also diesen In-Game-Sound. Da werden wir auch noch was ändern. No Mess, jawohl. Komm mal. Ja, voll. Geht schon. Ja. Und ist das jetzt gefährlich? Ah, ich habe schon wieder nicht meine Inkontinenzunterhose an. Wo sind wir hier? Ja. Dieser Baum. Ah. Ist das nicht schön? Schau dir den Baum an. Der ist bestimmt hunderte von Jahren alt. Ja, mindestens.